Ebenfalls gibt es seit 15 Jahren. Warum er geschaffen wurde, das hängt damit zusammen, dass wir unsere für unsere Flaschenform von einem Künstler, von einem Bildhauer, Günther Braun aus Eppelheim, aus Heidelberg, inspiriert wurden, der eine Skulptur, die Tanzende, geschaffen hat. Und wir gesagt haben, das wäre doch fantastisch, wenn wir so eine Bierflasche kreieren könnten, die diese Lust und Laune, mit der wir unser Bier brauen, auch nach außen zeigt. Und heute ist diese Flasche, hat den deutschen Verpackungspreis bekommen, den österreichischen Staatspreis für Design, und ist die einzige Bierflasche im Design Annual New York. Und ich habe der Kunstserie zu verdanken, und zwar als Dankeschön, haben wir damals vor 15 Jahren den Weltkunstpreis gestiftet. On the 131 to Tooting Broadway, houses give way to blocks of flats. We turn our heads to stare into windows, the lighted boxes of others' lives. All look so different, they all say the same. Escape from illusion, a way to survive. Meine erste große Solo-Ausstellung. Es geht darum, etwas zu zeigen, ohne etwas zu zeigen. Das heißt, die Assoziation auf das Bild ist mir wichtiger als das, was jetzt abgebildet wird. Die Fragestellung wäre mein Ziel, die Fragestellung des Betrachters. Ich glaube an Symbole. Und das ist einfach ein Symbol, nicht für ein Wattestäbchen, sondern für Ekel einfach. Was steckt dahinter? In dem Fall der Eiffelturm. But I'm on my way to dress up and dance. I've chosen this route, it's more like a game. I'm giving my time to a daydream of talent. Got my shoes and my skirt, so my life has a point. Das sind die gelben Rosen. Einer der drei Bilder, die beim Weltkunstpreis eben gewonnen haben. Fotografie ist objektiv. Deswegen verwendet man auch ein Objektiv. Oder es tut immer so, als ob es objektiv wäre. Das heißt, was man sieht, sollte real sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass es wahr ist. Und mit dem spiele ich hier. Die Rosen sind falsch, die sind aus Plastik. Man glaubt aber am ersten Blick, sie sind echt. Und ich arbeite mit Symbolen. Das heißt, es gibt hier einen Taschenrechner, der irgendwie in Relation zu diesen unter Anführungszeichen perfekten Stillleben passt. Man kann sich denken, heutzutage ist alles irgendwie kalkuliert. Das wäre die Assoziation, auf die ich raus wollte. Ja, das ist das Preisträgermotiv von Timo Tobicek. Und ich freue mich für die Wälde, Freunde, dass jetzt in 10.000 Bierkästen sein Motiv wird, wenn es jede Flasche ist limitiert und nummeriert. Und so kostet echte Kunst nur 60 Cent. Das finde ich doch eine tolle Geldanlage, die man in der heutigen Zeit machen kann. Und wer weiß, in ein paar Jahren ist so eine Flasche vielleicht hunderte von Euro wert. Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. Nobody touched me like you. Wanna feel the